Das auch. Bist du bereit, Tobias? Ja, kann losgehen. Grüß dich, Tobias. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Meisters of Higher Education. Heute begrüße ich Tobias Schmohl, der etwas, wie er mir eben noch im Vorgespräch erzählt hat, etwas übernächtigt ist von seinen Kindern. Grüß dich, Tobias. Wie geht's dir? Hi Dominikus, mir geht's gut, das stimmt. Wir haben im Vorgespräch ja gerade schon gesprochen, dass ich ein bisschen groggy bin, sagen wir im Süden. Aber es war schon schlimmer und das Kind ist auch schon, also dass das Groggy macht, ist auch schon ein halbes Jahr alt. Der andere ist ganz friedlich, jedenfalls in der Nacht. Der hält mich eher dann an den Abenden auf Trab, wenn er nicht einschlafen möchte. Aber das war schon viel schlimmer. Also wir hatten schon schlimmere Nächte. Eigentlich ist es jetzt gerade in einer Phase, wo es ruhiger wird. Aber die Zähnchen kommen und das macht die. Aufregende Zeit, aufregende Zeit. Liegt bei mir schon dreimal hintereinander sehr lange zurück, gefühlt jedenfalls sehr lange. Was machst du, wenn du nicht übermüdeter Vater bist? Oh, gute Frage. Da muss ich erst mal überlegen. Also ich meine Nein, deinen Beruf halt, ne? ich bin Professor für Hochschuldidaktik und Fachdidaktik Medien und Wirtschaft an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften im Weserbergland. Lemgo kennt man vom Handball, ist im ländlichen Raum hier eine sehr schöne Stadt, ehemalige Hansestadt. Und da bin ich, wie gesagt, in zwei Fachbereichen unterwegs und übergreifend in einem Institut für Wissenschaftsdialog tätig und darüber hinaus im MHE modulverantwortlich für das Modul Wissenschaftsforschung. Also MHE, die Zuhörer, die das nicht kennen, ist der Master Higher Education an der Universität Hamburg, wo ich unter anderem studiert habe und du als Lehrender tätig bist, eben mit dem Modul Wissenschaftsforschung. Da habe ich dich damals eben auch gehabt. Und jetzt mal gerade die Kurve, lass mal gerade, jetzt habe ich gerade einen kleinen Fadenriss, Tobias. So geht es mir auch. Ich erinnere mich noch, wie wir uns da das erste Mal kennengelernt haben. In diesem Modul war das tatsächlich Ich auch. überlegte nämlich gerade, hatten wir uns davor schon oder erst in dem Modul? Nee, ich glaube, in dem Modul war es, ne? Das war dort, ja, genau. Da hatte ich eine schöne Erfahrung. Vielleicht steigen wir an der Stelle mal ein. Ganz kurz, erklärst du, was Wissenschaftsforschung ist? Ja, Wissenschaftsforschung ist ein Konzept, das eigentlich im sozialwissenschaftlichen Bereich beziehungsweise den Science and Technology Studies etabliert ist, also sich in den Sozialwissenschaften auf Ulrike Feld und Helga Nowotny zurückbezieht, die von einem Wechsel des Wissenschaftssystems schreiben oder so aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive sich das Wissenschaftssystem angucken und sagen, das ist eigentlich aktuell, also das war damals so in den 90ern, als das aufkam, aktuell ist was im Gange, das dazu führt, dass Wissenschaft vergesellschaftlicht wird und dass wir auf dem Weg sind, nicht nur in eine Wissensgesellschaft oder da schon mittendrin stecken, sondern zu einer Wissenschaftsgesellschaft und viele Prozesse, die wir im täglichen Leben haben, immer stärker wissenschaftliche Bezüge aufweisen und wissenschaftliches Wissen dafür notwendig wird. Das erleben wir heute auch ganz stark durch Akademisierung von Berufsgruppen, wie jetzt beispielsweise den Hebammenberuf. Ganz prominent war ja das in den letzten Monaten in der Presse, dass Hebammen jetzt keine Ausbildung mehr machen, sondern ein Studium. Und so geht es eben vielen Richtungen. Das hat erstmal auf den ersten Blick nicht viel mit Bildungswissenschaften zu tun, auf den zweiten dann aber schon, weil dieses Konzept Wissenschaftsforschung, das in den Sozialwissenschaften sehr etabliert ist, übertragen wurde in den Bildungswissenschaften und speziell für diesen Bereich Hochschulbildungsforschung, um ein Rahmenkonzept aufzuspannen, das solche Dinge wie Wissenschaftsdidaktik dann und Wissenschaftstheorie so miteinander verknüpft, dass es um die Frage geht, was hat denn das für Implikationen für die Hochschullehre oder für unser Handeln als Hochschullehrende, wie sich die Wissenschaft gestaltet und wie sich die Wissenschaft auch verändert. Also dieser Wechsel von einer Wissenschaft, die sich selbst versteht als ein Handlungsmodus, in dem Erkenntnisse auf eine sehr methodisch strikte Weise produziert werden, hin zu einer gesellschaftlich, durch gesellschaftliche und auch politische Prozesse und andere Systeme durchdrängten oder durchdrungenen
Handlungsweise oder im Handlungsfeld hat Implikationen darauf, wie wir Wissenschaft heute verstehen. Helga Nowotny hat auch mal ganz interessant darüber geschrieben, Wissenschaft, wie wir die neu denken sollten. Und das hat natürlich sehr starke Auswirkungen darauf, wenn sich das Wissenschaftssystem ändert und die Art und Weise, wie wir Wissenschaft heute verstehen, dann hat das starke Auswirkungen darauf, wie wir als Hochschullehrende gerade im universitären Kontext unsere Lehre gestalten. Ne? Denn das ist ja, wird ja vielfach referiert, dass das Proprium, die Besonderheit, das Alleinstellungsmerkmal der Hochschullehre gerade das ist, dass sie an Wissenschaft orientiert ist und sich an Wissenschaft ausrichtet. Und das ist das Thema des Moduls. Ist ein bisschen ausgeholt, aber ich glaube, ich habe die Kurve noch gekriegt und den Punkt machen können. Ja, ja. Ich merke gerade, mein Bild ist eingefroren, stör dich nicht dran. Das, was ich aber auch feststelle, also ich finde das Modul insofern auch wichtig und hochgradig relevant, weil ich immer wieder den Eindruck habe, jetzt gerade da ich selber ja an der Fachhochschule unterrichte, dass wir auch das Thema Wissenschaft in unserer eigenen Wissenschaftsdisziplin als Lehrende dazu neigen, das Thema Wissenschaft eher auszuschließen. Gerade an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die in dieser Praxisorientierung gerne die Neigung haben, zwar immer zu reden, wir machen Wissenschaft, angewandte Wissenschaft, aber debattieren nicht wirklich, was für Erkenntnismodelle oder Modi dahinter stehen, wie wir damit umgehen. Was überraschend ist bei einer Gesellschaft, wie du beschreibst, die immer wissenschaftsorientierter wird in dem, wie sie ihre Umwelt erlebt. Ja, ist interessant, erlebe ich ganz ähnlich, dass diese Reflexion wenig geführt wird oder auch diese Selbstreflexion, was machen wir da eigentlich? Und was ich auch erlebe, ich habe jetzt beide Seiten sozusagen kennengelernt, also die Grundlagenforschung der Universität sozusagen und die eher angewandte Forschung an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Was ich auch erlebe, ist, dass das Wissenschaftskonzept ein ganz anderes ist und dass das durchaus da relevante Unterschiede gibt und auf beiden Seiten aber selten reflektiert wird, was man jetzt genau meint, wenn man sagt, wir machen das jetzt wissenschaftlich oder wir betreiben jetzt gerade Wissenschaft oder auch vermitteln in bestimmten Lehrzusammenhängen, wie das wissenschaftlich zu verstehen ist. Ja, ich hatte ja noch der Podcast, den ich davor gemacht habe mit Katrin Gärtner, haben wir ja mit dem Technikphilosophen Klaus Kornwachs gesprochen. Ich habe mir den heute selber nochmal reingepfiffen, weil da so informationsdicht war, dass ich das nochmal selber aufarbeiten musste. Und da ist mir nochmal so aufgefallen, den Punkt, den er da so bringt, dass wir, wenn wir mal nur so ganz grob abgrenzen, wir hätten die Naturwissenschaften, nur die Technikwissenschaften. Klar, es gibt noch viel mehr, aber er sagt, wir können erkennen eigentlich immer nur unter dem Modus von Zuhilfenahme von Technik. Also wie zum Beispiel, dass man ein Mikroskop nutzt, dass wir, wenn wir Gravitationswellen detektieren wollen, hochkomplizierte technische Apparate brauchen. Wir haben also immer ein Vermittlungsmedium. Darum würde ich sagen, zu unserer Verwissenschaftlichung unserer Gesellschaft kommt auch eine zunehmende Technisierung dazu. Ja, sehe ich auch so. Ich bin ja auch an einer Hochschule, die sich jetzt eben umbenannt hat in eine technische Hochschule. Allerdings nicht ganz ohne, weil es eben so eine Breite der Fächer in dieser Hochschule gibt, ohne das Wort Arts fallen zu lassen. Also wir heißen jetzt Technical University of Applied Sciences and Arts, also ein Wortmonster. Schön, das finde ich schön, dass die Arts noch hinten dran sind. Das ja, da haben einige für gekämpft, unter anderem auch mein Fachbereich in der Medienproduktion, die sich eben nicht als Medientechnik verstehen und da auch eher breit ausgerichtet sind und unter anderem die Innenarchitektur auch, aber auch andere Fachrichtungen. Also gerade auch dieses Institut für Wissenschaftsdialog hat einige bildungswissenschaftliche Kolleginnen und Kollegen mit drin, aber auch solche Themen wie Entrepreneurship und sowas, die hier bespielt werden, die jetzt nicht klassisch für die Fachhochschule sind. Ne? Also ich erlebe schon auch, dass Technik eine große Rolle spielt und dass das auch ein Asset ist, dass man für eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, wenn man angewandte Probleme lösen möchte und eher Wissenschaft im Sinne von Problembearbeitung versteht und die Erkenntnisse, die man dabei rauszieht, dann auch zu praktischer Wirksamkeit führen sollen, dass man dann diesen Technikbegriff hochhält. Andererseits
hat er von der, bin ja geisteswissenschaftlich, ich frage immer nach den Wurzeln der Begriffe sozusagen. Und von den Wurzeln des Technikbegriffs ist das gar nicht so weit weg von dem, was für mich stark resonanzfähig ist, nämlich der Technä, also einer Kunstlehre und so einer etwas, das weit über das rein handwerklich Praktische hinausgeht, das wir heute mit dem Technikbegriff verknüpfen. Also Dirk Becker hat mal ganz pejorativ so abwertend gesagt, Techniken sind einfach Vereinfachungen, die funktionieren. Also das ist seine Definition für Technik, ziemlich abstrakt, aber geht einfach darum, dass man Dinge vereinfacht und runterbricht, sodass Probleme damit gelöst werden können. Und das ist ein heutiges modernes Verständnis von Technik, das sehr weit weg ist von dieser traditionellen Idee einer Technä, für die ja früher auch die Rhetorik stark stand, übrigens in programmatischer Abgrenzung zur Philosophie. Du bist ja Rhetoriker, nicht wahr? So ist es, ja. Ich Ja. bin einer der wenigen promovierten Rhetoriker. Das ist ein kleines, aber sehr feines Orchideenfach in Tübingen, das man auch nur dort wissenschaftlich studieren kann. War erst diese Woche im Institutskolloquium, zu dem ich immer noch eingeladen werde und mich immer ärgere, dass ich nicht hin kann. Aber jetzt unter Corona-Bedingungen haben die eben auch auf virtuell umgestellt und so konnte ich mich einklinken und gab ein großes Hallo dann Anfang der Woche. Das ist das Seminar für allgemeine Rhetorik, in dem ich studiert und promoviert habe, damals von Walter Jens in den 70ern gegründet und inzwischen mit 3 Professuren ausgestattet. Ach, ich bin immer fast neidisch. Sowas studiert zu haben, ist schön. Als ich damals in der Wissenschaftsforschung bei dir war, was ich besonders beeindruckend fand, ist, dass du auch verschiedene methodologische Zugänge zur Wissenschaft vorgestellt hast. Und da bin ich zum ersten Mal auf die Autoethnographie gestoßen, die mich völlig in Bann gezogen hat und faszinierend fand. Magst du mal erklären, was das ist, Autoethnographie? Ja, das stimmt schon. Das ist ein bisschen was Abgefahrenes. Das ist ein Ansatz, der relativ neu ist und den es, der so aus dem angloamerikanischen Bereich rauskommt und der auch in 2 Richtungen vorhanden ist. Es gibt eine analytische Richtung eher und eine eher, ich will mal sagen, geisteswissenschaftlich ausgerichtete Richtung, also eine, die eher an die Sozialforschung anknüpft und da spezifisch auch an Methoden der Ethnographie oder Ethnologie spezieller. Und eine Richtung, die eher übergreifend ist und an Autobiografie ansetzt und dabei auch so psychologische Faktoren reinbringt wie Introspektion. Also es ist eine Methode der qualitativen Forschung mit Bezügen zur Sozialforschung und zu einer geisteswissenschaftlichen Variante, die auf Selbstbeobachtung setzt und erstmal als Prämisse die Involviertheit des Forschenden in den eigenen Forschungsgegenstand hat. Also das haben wir ja in verschiedenen Feldern, in denen wir wissenschaftlich tätig sind, dass wir merken, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die ich hier generiere, sind ganz offensichtlich ein Stück weit auch nicht rein objektiv. Ne? Die sind jetzt nicht nur das, was man als klassisch wissenschaftlich erwarten würde, sondern da steckt ein Stück weit auch eine eigene Auswahl zumindest von mir selbst drin, vielleicht aber auch schon eine eigene Bewertung. Und wenn ich jetzt so soziale Zusammenhänge oder auch bildungswissenschaftliche Zusammenhänge anschaue, dann ist es oft schwierig, da so weit zurückzugehen, dass man völlig unabhängig von einer subjektiven Bewertung Tatsachen oder Sachverhalte beschreiben kann. Und die Autoethnographie setzt da eben sehr radikal an, indem sie sagt, wir gucken uns ganz spezifisch und methodisch nach einem strengen Verfahren an, wie man die eigene Subjektivität als eine Quelle der Erkenntnis sehen kann. Also nicht als was, das sonst immer den Forschungsprozess stört oder das als Hindernis oder Hemmnis bei der Erkenntnisgewinnung, der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung gesehen wird, dass man möglichst ausblenden möchte, sondern es gezielt auch nutzt, um zu zusätzlichen Ergebnissen zu kommen. Und das eben über solche Dinge, die in der Ethnologie etabliert sind, wie teilnehmende Beobachtung oder auch Feldnotizen und dabei dann
versucht, durch solche Selbstbeobachtungen und eine strukturierte Art und Weise damit umzugehen, zusätzliche Evidenz herzubekommen. Ja, was ich auch sehr relevant finde, da wir ja uns mit dem Master Higher Education in den Bildungswissenschaften aufhalten, dieses Verfahren überhaupt zu kennen und vielleicht als Lehrender auch zu nutzen, weil es ja der Versuch ist, wie du gerade so schön gesagt hast, ne, es ist ein besonderer Umgang mit dem Beobachtungsstandpunkt, der nicht jetzt versucht, eine Pseudo-Objektivität herzustellen, als ob ich als Lehrender in den Hörsaal reingehen könnte, in der Behauptung, dass da drüben sind meine Studierenden, das ist meine Lehre und der Lernprozess ist völlig unabhängig von mir, was eine absurde Vorstellung wäre. Und diesen Prozess sich als Beobachter mit reinnimmt und schreibend reflektiert. Also ich glaube, der Hauptzugang des autoethnografischen ist schreibend. Es gibt bestimmt auch sicher andere Verfahren, die man dazu ergänzend nehmen könnte. Aber dann ein sehr bewusster Umgang also in diesem Reflexionsprozess, wo bin ich involviert? Was vermute ich? Welche Einflüsse ich habe? Welche Rückwirkungen es geben könnte? Was das mit mir macht? Also es ist auch keine Beliebigkeit mehr, dieser Forschungsansatz, aber er spielt den Beobachter selbst in der Eigenreflexion wieder ein und wirft das auf. Und darum finde ich das also sehr spannend, dass du das gebracht hast, weil ich das für so relevant habe für viele Lehrende. Also es ist eigentlich ein Zugang, den vielleicht manche sogar intuitiv machen. Kennst du Ja, Beispiele? die letzte Frage habe ich nicht verstanden, Ich weil ich sagte das. nur, ob du da Beispiele kennst, weil ich sagte, ich glaube, manche machen so etwas sogar intuitiv, indem sich Notizen zu ihren Veranstaltungen machen. Ich glaube, das Autoethnografische liegt uns sogar recht nah. Ja, das ist richtig. Also es gibt inzwischen auch Forschungsarbeiten, die dazu im Entstehen sind, gerade auch im hochschuldidaktischen Bereich, für den das eine total spannende Methode ist, weil wir als Praktikerinnen und Praktiker der Hochschullehre, also Leute, die didaktisch tätig sind erstmal und noch nicht auf der wissenschaftlichen Ebene da agieren, erstmal nur, wenn wir Hochschullehre betreiben, als Praktikerinnen und Praktiker, natürlich auch ein Interesse haben, die zu verbessern. Und da können jetzt wissenschaftliche Methoden natürlich ein Stück weit eingesetzt werden und können da eine tolle Hilfe sein, wenn man so angewandte Forschung betreibt, wie wir es ja vorhin unterschieden haben zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung, dann wäre die Hochschuldidaktik erstmal ja, was das an diesen angewandten Fragestellungen ansetzt und an einem konkreten Bildungsproblem oder einem konkreten didaktischen Problem. Und da ist Autoethnographie jetzt eben was, das total spannend ist, weil man sich nach einer Veranstaltung, die man auf eine bestimmte Weise konzipiert hat, hinsetzt und sich überlegt, was ist denn gerade passiert? Wie ist es denn gerade gelaufen? Was hatte ich für strategische Überlegungen und wie ist denn die Interaktion jetzt genau passiert? Das sind oft Dinge, die man mit klassischen Beobachtungsmethoden gar nicht so gut einfangen kann, auch mit Evaluationsforschung oder mit Fragebogen, Interviews oder sowas immer nur sehr selektiv einfangen kann und dann die Verknüpfung mit den eigenen Strategien auch nicht so hinkriegt. Also ich kenne einige Kolleginnen und Kollegen, die da inzwischen tatsächlich auch Forschung betreiben in dem Bereich. Habe auch vor kurzem Sammelband mal herausgegeben in der Schreibdidaktik, was ja so eine Spezialkategorie der Hochschuldidaktik ist, der sich mit Autoethnographie beschäftigt hat und da auch erste Forschungszugänge zu sucht. Ist eben spannend, wenn man das eine Art von ethnografischer Feldbeobachtung macht, bei der man sich selbst als lehrende Person, als vollständige Teilnehmerin oder als vollständigen Insider, also Complete Participant, Member Researcher eines bestimmten Bildungssettings versteht, ne? Und wir sind ja immer involviert in die Lehrinteraktion, in der wir da drin sind. Also es ist ja da nicht so, dass wir irgendwie komplett getrennt davon sind, sondern wir interagieren ja und sind damit auch Teil des Beobachtungsfeldes, in dem wir auftreten und dass wir durch Selbstbeobachtung bzw. Selbstreflexion, für die Autoethnographie steht, dann erheben. Ja, ich habe das selber auch gemacht im Projektstudium im Master Higher Education, als ich die Betreuung von mehreren Bachelorarbeiten, da hat mich immer so umgetrieben, was ist jetzt eigentlich das Wissenschaftliche, was wir machten?
Und weil ich mich da auch so ein wenig gefangen fühlte in mir selber, wo ich denke, das mache ich schon viele Jahre und trotzdem kann ich Ihnen das nicht so recht vermitteln, habe ich auch diesen autoethnografischen Zugang gewählt, der für mich hoch erkenntnisreich war, dass ich also jedes Mal nach den Betreuungssitzungen mit den Studierenden, ich hatte da, also eins ist mir richtig prominent, da hatte ich zwei Studis, die am gleichen Thema gearbeitet haben, also hatten wir immer Dreiersitzungen. Und danach habe ich mich schreibend hingesetzt, wie mir dann über die Wochen bestimmte Themen auffielen, auch meine Art zu interagieren und die Sache auszurichten, was mir vorher überhaupt nicht bewusst war. Also auch diese eigene Involviertheit in diesem, dass ich ausrichte, was ich glaube, wo die Wissenschaft zu suchen ist in diesem speziellen Thema, wäre mir vorher nie so aufgegangen. Also ist aber mehr als wirklich nur Notizen machen, sondern ein bewusstes Reflektieren. Genau, das ist es und das ist auch methodisch strikt. Also wie gesagt, da gibt es auch Verfahren dafür, die das dann regelgeleitet vorsehen, sodass es jetzt nicht eine esoterische Introspektion ist, obwohl es eben diese geisteswissenschaftliche Richtung der evokativen Autoethnographie auch gibt, die eher darauf verweist, dass ja, Dinge sind, die dann hochkommen oder die psychologisch sozusagen emergieren, wenn Ach so, man dieses Introspektion betreibt. Evozieren, Hervorbringen. Genau, dafür steht dieses Evokative. Das ist sozusagen die eine Richtung, die eher darauf abzielt und die auch eher aus der autobiografischen Forschung rauskommt oder aus so der Analyse von Ausnahme- und Extremsituationen, also zum Beispiel Tod von Angehörigen, Krankheit und Sterben oder sowas. Da dann befragt, wie kann ich jetzt da konkret Coping-Strategien entwickeln, also wie kann ich damit psychologisch umgehen und was für Mechanismen sind da am Werk. Und aus dieser evokativen Richtung raus hat sich eben die analytische Richtung emanzipiert oder davon emanzipiert und sagt, uns interessiert nicht so sehr, was da psychologisch passiert, sondern uns interessiert das als ein sozialwissenschaftliches Vorgehen, das nach einer bestimmten Analysemethodik funktioniert. Also tatsächlich Daten dann wird die eigene das Ergebnis der Introspektion dann als Daten behandeln. Der Kurs, als ich damals bei dir saß, hatte noch ein ganz anderes, vielleicht auch überraschendes Highlight. Also es werden sich sicher alle erinnern, die dabei waren. Und wenn ich nämlich, weil wir ja gerade über Zoom verbunden sind, sehe ich wieder in dem gespiegelt über deine Brille, dass du immer noch oder dass es zu dir gehört, so zu arbeiten. Ich vermute nämlich, was passiert im Hintergrund, was also jeder, der mit den Ohren nur dabei ist, nicht sehen kann, dass Tobias nebenher immer arbeitet und Sachen aufmacht, Zitavi immer dabei hat oder Folien hochorganisiert. Und damals, als wir in dem Kurs waren bei dir, kam die Frage auf, sag mal, wie arbeitest du denn eigentlich mit, ne, wenn du Wissenschaft produzierst, was dein Arbeitsstil, deine Methodik? Und dann hast du losgelegt. Was hast du gemacht? Kannst du dich daran erinnern? Ich muss gerade schmunzeln, wenn mir als erstes ein Tool einfällt, über das wir gesprochen hatten, das ich dir empfohlen habe, wo wir ich glaube, es ging irgendwie darum, sich effizienter zu gestalten. Und ich bin ja da lange gependelt. Ich hatte in Flensburg gewohnt und bin dann jeden Tag 2 Stunden mit der Bahn nach Hamburg reingefahren. Da gibt es nämlich keine Schnelltrasse, sondern es gibt nur einen Regionalexpress, der dahin führt und dann wieder raus. Und habe entsprechend im Zug auch viel mit dem Laptop gearbeitet und damit Noise-Canceling-Kopfhörern dann ein Tool benutzt, das sich Brain FM nennt. Darf ich Schleichwerbung machen hier? Ja, immer doch. Ich habe leider keine Wenn's Aktien von hilft. denen, aber insofern ist es gar keine echte Schleichwerbung. Aber ich finde das einfach toll, weil es so ein bisschen abgespaceder Ansatz ist. Die haben so arbeiten mit binauralen Beats und haben da bestimmte Frequenzen, die dazu führen sollen, dass also die haben so ein weißes Rauschen, das sie einem geben und dann bestimmte Beats und bestimmte Rhythmen, die dazu am Herzschlag auch ausgerichtet sind und dazu führen sollen, dass man sich entweder besser fokussieren kann oder auch besser runterregeln kann. Und das hatte ich in der Zeit mal ausprobiert und war ganz
begeistert davon, weil ich dann für diese 2 Stunden eine Kommst immer Methode in den gefunden habe. Kanal, ne? In den Genau, wie man sich Kanal da warst du. praktisch abschalten kann und gar nicht mehr merkt, dass der Zug um einen herum immer voller wird. Oder auf dem Rückweg dann leerer. Ja. Stimmt, davon hast Genau. du auch erzählt. Jetzt, wo du es wiederholst, erinnere ich mich ja. Was weißt du noch, was du noch uns gezeigt hast? Ja, ich hatte, das hing mit der Gestaltungsweise des Seminars zusammen. Wir hatten viel mit Citavi gearbeitet und also einer Literaturverwaltungssoftware, in der ich, die ich so ein Sehr bisschen extensiv autistisch, nutzt, ne? genau, autistisch pflege und Autistisch pflegen ist gut. ja, wenn man mal anfängt da mit diesen ganzen Querverweisen und Schlagwörtern und so weiter, dann ist das, kann man eigentlich gar nicht mehr anders. Dann kostet das auch echt Zeit, so einen Titel mal einzupflegen. Das geht dann nicht einfach. Gibt ja so tolle Funktionen, dass man die ISBN-Nummer eingibt und dann hat man schon alles. Aber das Wesentliche sind ja dann, ist ja dann das Verknüpfen mit der Wissensorganisation im Hintergrund. Und das interessiert mich sehr, weil es ja da sehr, sehr tolle Möglichkeiten gibt, so Querverweise. Diese Autorin hat auf dieses Werk verwiesen oder von der bin ich darauf gekommen, gibt anzulegen und gleichzeitig das eben mit der eigenen Wissensorganisation man verknüpft bekommt, die man für wissenschaftliche Arbeiten hinterlegt. Wo steckt in Citavi deine eigene Wissensorganisation? Das Tool sieht vor, dass man neben der Literaturverwaltung auch ja, verschiedene Möglichkeiten hat, so eine Gliederungsstruktur sozusagen anzulegen. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Citavi zwar projektbasiert ist, aber nicht publikationsbasiert. Also ich hatte es am Anfang ganz falsch genutzt und habe mir ein Projekt angelegt für jedes Publikationsprojekt, das ich hatte oder jede Publikation, die ich mir vorgenommen habe und habe dann festgestellt, dass ich irgendwann, dass ich sehr viel immer kopieren muss. Und habe dann während der Dissertationsphase irgendwann ein großes Projekt Dissertation aufgemacht und später auch für verschiedene Paper nur noch mit diesem großen Tool gearbeitet, das gar keine geschlossene Wissensorganisation mehr hatte oder die dann auch weit über die Dissertation hinausging und das jetzt inzwischen mehr so ein Gedächtnis ist oder so eine Der das, Zettelkasten, der der Lumannsche Zettelkasten, kann man sagen. Zettelkasten, ja. Genau, ja. Also ich habe ein großes Projekt, in das ich unheimlich viel reinwürfle und das nur noch so handelbar bleibt, dass ich da wirklich sehr strikt und genau bin, wenn es darum geht, einen neuen Titel einzupflegen oder in die Wissensorganisation mit reinzubringen. Wissensorganisation bedeutet bei Citavi eigentlich, dass man eine Gliederungsstruktur anlegt, die dann eine Vorstufe für die Publikation ist. Und so nutze ich es schon lange nicht mehr, sondern ich habe diese Gliederungsstruktur eher als eine Art Handbuchwissen angelegt für mich. Und da jetzt auch angrenzende Referenzdisziplinen mit eingebunden, die ich gelesen habe, die mich interessiert haben und versuche damit so ein bisschen die Grand Unified Theory zu bauen. Nein. Also ja, aber ich glaube, ich habe, als ich dich da beobachtet habe, gesehen habe und ich vermute eben in dem Spiegeln deiner Brillengläser, dass du es auch nach wie vor so tust, damals war es so, du hast uns in dem Kurs Sachen erzählt und dabei dauernd Citavi aufgehabt. Und selbst wenn jemand eine Frage stellte, ging bei dir assoziativ was los. Und du arbeitest dann direkt in Citavi und suchst die Sachen raus und springst zu bestimmten Stellen. Du bist sehr geübt da drin, du kannst antworten, während du gleichzeitig in diesem Citavi-Netz suchst oder hervorholst bestimmte Stellen, darauf dann verweist. Also bei dir habe ich sehr stark den Eindruck, es ist eben nicht nur so was Externes, sondern du denkst und lebst jeden Tag mit dieser Wissensorganisation. Das stimmt, die ist schon jeden Tag auf. Also die ist auch in den Autostart-Ordner meines Rechners gewandert, sodass die immer automatisch mit aufgeht mit diesem Projekt. Und du siehst auch hinter mir hier, dass mein Regal weitgehend ohne Bücher ist oder bloß ein paar Lexika da sind.
Ich habe eigentlich alles digitalisiert. Ich bin so oft umgezogen in meinem Leben, dass ich die schweren Kisten nicht mehr schleppen mag und vor allem nicht packen mag. Ich habe inzwischen eine Aversion gegen Karton, durch das viele Umziehen von Büchern von A nach B, dass ich irgendwann mal angefangen habe, alles zu digitalisieren und komplett auf digital umzustellen. Und das halte ich auch durch, inklusive allen Steuerunterlagen und was es sonst noch an privaten Dingen gibt, die hinterlegt werden da. Das hat ein bisschen Auseinandersetzung mit meiner Frau gekostet und kostet auch immer wieder Auseinandersetzungen mit Leuten, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, dass ich sage, ich habe das alles elektronisch gern hinterlegt oder brauche das elektronisch. Hat aber den Riesenvorteil, dass ich es dann in meine entsprechende Organisation einbinden kann oder in meine Strukturierung und dann tatsächlich auch die Sachen finde, weil sie verschlagwortet sind. Du, dazu muss man auch wissen, dass du eben die ganzen Sachen, auch wenn du alte digitalisiert hast, aber alles, was du elektronisch bekommst, eben auch elektronisch liest, dort markierst, wahrscheinlich auch die Wissenselemente, die ihr gleich rausziehst, in Citavi reingehen, die Verknüpfung herstellt, die dir oder mit deiner, du sagtest das eben, deine Gliederungsstruktur ist so dein Handbuch, ne, wo du überall nachschauen kannst. Also wie gerade jetzt zum Beispiel zur Autoethnografie, kann ich mir gut vorstellen, hast du sofort wieder den Bildschirm aufgehabt, hast gesehen, ja, was könnte ich jetzt dazu erzählen oder was will ich? Dann holst du vielleicht, ich vermute sogar, dass du deine Folien auch da drinne hast. Und stimmt's? So ist es, ja, Ja, siehst du, auch ich kann sehr gut. Vorträge und sozusagen. Ich hatte jetzt zum Beispiel dieses, nachdem du mich zu dem Seminar gefragt hattest, ich hatte vor ein paar Wochen einen Vortrag gehalten auf einer Germanistik-Tagung, wo es um neue Formen des Lektüre-Seminars ging. Und letztlich ist ja dieses Modul Wissenschaftsforschung prädestiniert dafür, so ein Lektüre-Seminar zu sein, was man eigentlich nur in der Germanistik kennt oder in der Philologie allgemeiner. Und ich hatte das da vorgestellt, weil ich ja auch den germanistischen Hintergrund habe und ein bisschen die Deutschdidaktik, nennt sich das dann, kenne, als ein Fallbeispiel dafür, wie man so ein Lektüre-Seminar neu gestalten kann. Wir bauen das im Moment ja in ein komplettes Online-Seminar um und da setze ich dann neue Technologien ein. Also Social Reading Tools sind da die Grundlage für diese mediendidaktische Neukonzeption dieses Moduls Wissenschaftsforschung, das dann darauf beruht, dass Lektüre-Tagebücher durch die Teilnehmenden erstellt werden und auch eingepflegt werden in einen bestimmten Textpool, zusammen dann mit Primärliteratur, die rezipiert wird, mit Anmerkungen versehen werden kann und die Anmerkungen werden dann auch mit anderen geteilt. Das heißt, es ist nicht mehr wie in dem Präsenzseminar, das du noch gesehen hast, in dem ich mein Citavi habe, auf dem das sozusagen alles dann lokal abgeschlossen, abgespeichert ist, was an Wissenselementen, also Zitaten, Paraphrasen, Kommentaren und sowas drin ist, sondern wir bauen da mit diesem Lektüre-Seminar gemeinsam ein online-basiertes gemeinsames Verständnis auf, an das sich induktiv aus diesen Texten raus ergibt, also aus diesen wichtigen einschlägigen Texten der Wissenschaftsforschung, der Wissenschaftsdidaktik, der Wissenschaftstheorie. Warum ich das total spannend finde, ist, ich glaube, es gibt viele, wie ich auch, die hadern sehr damit, immer ihr Wissen, ne, was man so wissenschaftlich treibt. Man hat ja unglaubliche Mengen. Jeden Tag fallen einem irgendwelche Sachen ein. Man stößt über Webseiten auf Artikel. Man hat Gespräche, man hat E-Mails. Und man hat einen permanenten Gedankenfluss und wie geht man damit um? Aber lass uns gerade mal das Moment zurückstellen und kommen zu der Tagung, die wir letzte Woche beide besucht haben. Das war die Tagung zum wissenschaftlichen Arbeiten in Coburg als Symposium aufgesetzt. Die war vor einem Jahr, da konntest du nicht dabei sein, da war die in Präsenz. Dafür hattest du jemanden von deiner Hochschule dort, der ein Poster präsentiert hatte. Und dieses Jahr war die online organisiert, wie ich das noch nie so gesehen hatte. Auch interessant, ist ja auch mal nebenbei gar nicht so unrelevant, sich mal zu unterhalten, wie werden Konferenzen heutzutage organisiert. Die haben ein Padlet genommen, also so ein Etherpad, wer das kennt, also eine
In dem Fall war es eine Webseite, wo man gemeinsam Texte und in Form von Karten, war das dort mehr, platzieren kann, kommentieren kann. Und so war der Einstieg in diese Konferenz. Und da hattest du auch einen interessanten Vortrag gehalten. Du warst also einer der, wie nennt man das dann, Keynote-Speaker, die einen wesentlichen Impuls in dieses Symposium reingegeben haben. Was war dein Thema? Das Thema war multimodale Wissensorganisation und dabei speziell, also das klingt jetzt wieder so kompliziert, aber gerade Wissensorganisationen, an dem wir ja eben entlang diskutiert haben, meint die Art und Weise, wie man Wissen aufbereitet, strukturiert für eine, in meinem Fall für eine spätere Forschungsarbeit und da speziell für Promotionen. Ich bin sehr viel im Bereich der postgradualen Beratung für Promotionsprojekte unterwegs und mache das in verschiedenen DFG-Graduiertenkollegs oder Graduiertenzentren deutschlandweit eigentlich, dass ich solche Trainings und Beratungen durchführe und da auf der Grundlage ein eigenes Modell entwickelt habe, das an Multimodalität ansetzt als einem Konzept, das aus der Textlinguistik kommt und da aktuell sehr kontrovers diskutiert wird, das letztlich bedeutet, dass die Art und Weise, wie wir mit Forschungstexten umgehen, zu einem Bestand an Informationen führt, der sehr vielseitig ist oder der sehr viele verschiedene Zeichenarten beinhaltet. Also wenn ich jetzt Darf ich mal von der anderen Seite gerade herkommen? Weil ich glaube, dein Ansatz hat eine echte Radikalität. Den habe ich ja schon, weil wir in anderen Kontexten noch miteinander zu tun hatten, durchaus schon mal zur Kenntnis genommen, sogar aktiv mich auseinandergesetzt, dann irgendwie wieder so ein wenig verdrängt, weil ich auch in diese Gewohnheit zurückgefallen bin, dass wissenschaftliches Arbeiten, was am Schluss immer einen Text produziert, also ist die absolute Ausnahme, dass es mal kein Text wäre, aber typischerweise kommt immer ein Text bei rum, wenn man also Bachelorarbeit schreibt oder einen Artikel schreibt, immer textbasiert. Jetzt ist die Schule des wissenschaftlichen Arbeitens, man macht irgendwie, man hat, je nachdem welcher Disziplin man sich aufhält, seine Forschungsmethodologien, musste seine Untersuchungen, Experimente oder was auch immer machen oder als Informatiker Entwicklung. Aber dann gibt es die schreibende Seite, die eben auch noch dazu kommt. Und alle erzählen dir, wenn es ums wissenschaftlichen Arbeiten geht, lies viel und schreib viel. Und immer schreiben, schreiben auf das ganze Ziel hin. Und jetzt haben wir ja das Problem, gerade die Bachelorstudierenden, die häufig in diesen 3 Jahren wie an der Fachhochschule selten geisteswissenschaftlich unterwegs sind, also mit Schreiben eher in, ja, was schreiben die? Klausuren, aber keine Texte. So, und jetzt kommt die in die Bachelorarbeit und jetzt kommt ein Modell an, was man überall in Büchern zum wissenschaftlichen Arbeiten lesen kann, was heißt immer schreib, schreib, schreib jetzt ganz, ganz viel, mach dein Schreiben. Das will ich jetzt nur mal so ein bisschen kontrastieren gegen deinen Ansatz, der nämlich sagt, nee, nee, nee. Mit dem Schreiben, das lässt ihr erstmal schön bitte bleiben. Nämlich, was sagst du? Genau, ich sage, möglichst spät anfangen zu schreiben ist das Richtige für eine Promotion, wenn es darum geht, das handwerklich durchzuführen oder möglichst effizient zu einem wissenschaftlichen Manuskript zu kommen. Dürfen wir das auch auf eine Bachelor- und eine Masterarbeit übertragen? Grundsätzlich ja. Meine Erfahrung ist jetzt in der Promotionsberatung da ein bisschen breiter als die in Bachelor- und Masterarbeitsberatung. Und ich glaube auch, dass es, je komplexer so ein Projekt ist, umso besser funktioniert. Also typischerweise wird man ja immer nervös gemacht, gerade wenn man in der Promotionsphase ist und dann gerade angefangen hat mit so einer Promotionsstelle, dann mal ein, zwei, vielleicht 3 Jahre dabei ist. Man wird ja von allen Seiten gefragt, na, wie viel hast denn schon geschrieben? Du bist doch, dein Job ist doch im Moment, dieses Buch zu schreiben. Und von allen Seiten kommen die Leute und wollen wissen, mir ging das damals total auf den Keks. Ich habe mich total geärgert. Es hat auch dazu geführt, dass ich dann am Schluss eine Dissertation geschrieben habe, die jetzt geworfen tödlich ist, sagte mein Doktorvater, als es hier auf dem Schreibtisch. Also weil es so dick geworden ist, ja? Ja, genau, 800 Seiten hat das Ding dann. Ach du Schande. Das ist...
Es ist, glaube ich, gar nicht so gut, wenn man, also es ist alles gut gegangen bei der Dissertation, aber es ist, glaube ich, gar nicht so effizient, wenn man viel schreibt. Und das ist eigentlich das, was von ganz vielen Seiten suggeriert wird. Das wird von den Personen, die aus dem außerwissenschaftlichen Bereich kommen, suggeriert, na, wie viel hast du denn schon geschrieben? Das wird aber auch in den allermeisten Schreibberatungen, Schreibtrainings, in schreibdidaktischen Kontexten den Leuten eingebläut, dass man da Techniken des assoziativen Schreibens erlernt, also solche Dinge wie Brainwriting, dass man aufschreibt, was einem gerade in den Sinn kommt und damit Schreibblockaden überwindet und automatisches Schreiben, Free Writing. Es gibt so einen richtigen Instrumentenpool dafür, diese Angst vor dem weißen Bildschirm oder vor dem leeren Blatt zu überwinden. Und ich glaube, dass das, natürlich kann man jetzt verschiedene Schreibtypen einteilen und kann sagen, da ist jeder irgendwie unterschiedlich, aber ich glaube, wenn wir da jetzt technisch drüber sprechen und sagen, was ist denn eigentlich jetzt eine effiziente Vorgehensweise, um so ein Dissertationsmanuskript zu entwickeln oder ein Manuskript für ein komplexeres Forschungsvorhaben, dann bin ich der vollen Überzeugung, dass es notwendig ist, einen Großteil der Zeit, die man zur Verfügung hat, um dieses Manuskript zu entwickeln, nicht in die Manuskriptentwicklung zu stecken, sondern in die Wissensorganisation, die das Manuskript vorbereitet. Also ins Organisieren und Strukturieren aller Informationen, die später zu dem Manuskript führen. Ja, Also das hat ja auch in Coburg erstmal so Widerspruch erzeugt. Ich würde auch sofort sagen, Schreiben erlebe ich als so wertvoll in meinem Denkprozess. Du kennst das natürlich auch. Du weißt, dass man manchmal da sitzt und schreibend sich erst anfängt, selbst zu verstehen, Gedanken ordnet. Und deswegen wir auch den Hang haben, natürlich unsere Studierenden da rein zwingen zu wollen in dieses schreibende Denken oder sehr stark diesen Impuls haben. Und jeder, der spätestens, wenn man promoviert, von dem man das erwartet, dass er das sogar tut. natürlich, es ist auch eine völlig anachronistische Herangehensweise. Also wir leben in der Zeit, wo Publish or Perish gilt. Also auch im Anschluss an die Promotion oder im Anschluss an die Abschlussarbeit, wenn man wissenschaftlich weitermachen möchte, dann muss man viel und auch Unausgegorenes publizieren, wird suggeriert auf jeden Fall. Und da sträube ich mich dagegen. Ich finde, gibt viel zu wenig wirklich gut durchdachte Forschungsarbeiten und wir kommen nicht umsonst in vielen Disziplinen immer wieder bei den 70ern, 80ern raus, in denen ganz wesentliche Beiträge theoretisch gemacht wurden, viel mehr oder viel kritischerer Diskurs stattfand und gründlicher vielleicht auch diese Wissensorganisation betrieben wurde, als das heute der Fall ist. Heute tendieren wir dazu, Sachen schnell auszuformulieren, sind in so einem postmodernen Betriebsamkeitsmodus, in dem wir sagen, naja, wir haben ja eh keine Zeit oder noch so viele andere Dinge, Polykontextualität, so viele verschiedene Dinge, die wir gleichzeitig oder synchron oder zumindest sequenziell bearbeiten, dass es darum geht, Sachen tatsächlich auch rasch aufs Papier zu kriegen und dann auch verwertet zu bekommen. Genau, so Ich habe eine gar nichts dagegen, wenn du sagst. Produktivitätsorientierung, ne? Verwertung, du sagst es so schön, möglichst viel rauszuwerfen. Genau, also Ja. eigentlich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn du sagst, mir bringt das viel oder mir hilft das, meine Gedanken zu strukturieren, wenn ich schreibe. Es hilft ja jetzt auch, über ein Thema gemeinsam zu sprechen. Das ist ja eine uralte Tradition übers Peripators und so weiter, wo sie im antiken Griechenland dann extra so Wandelhallen gebaut haben, wo man gemeinsam rumlaufen konnte, sich unterhalten konnte und damit ein Problem vertiefen und diskutieren konnte. Das kann ja total viel helfen. Also da mit einer anderen Person schreibend oder mündlich ins Gespräch zu gehen oder auch mit sich selbst ins Selbstgespräch sozusagen zu gehen, auf schriftliche Weise und so zu versuchen, sich einem Thema anzunähern. Und das hat wieder dann ja auch Bezüge zur Autoethnographie, ne? Ja. Allerdings glaube ich, wenn es jetzt darum geht, dieses Handwerkszeug oder das Ganze operationalisierbar zu machen, sodass man effizient wird in der technischen Gestaltung einer Dissertation, dann ist es immanent wichtig,
eine Wissensorganisation vorzuschalten. Natürlich kannst du die auch schreibend machen. Du kannst natürlich auch das Schreiben als eine Art Denkbewegung machen. Da gibt es prominente Philosophen, die da richtige Schreibkultur entwickelt haben. Foucault ist so ein ganz bekannter mit seinen, da kommt dann die ganze Diskurstheorie auch mit dazu und so weiter, die sagen, Schreiben ist auch so eine Art Denkbewegung und durch diesen Zwang zum Ausformulieren kriegt man die Gedanken dann auch besser auf den Punkt. Ja, ist alles richtig. Von der technisch-handwerklichen Seite her muss man dann aber auch fairerweise sagen, wenn du das so machst, dann musst du sehr viel von dem, was du da schreibend produzierst, später wegwerfen. Ne? Ja. Also es ist dann nicht wirklich so effizient, wie es auf den ersten Blick scheint. Wenn ich dich richtig verstehe, ist eben dieser schreibende Denkmodus nur einer von diesen vielen Multimodalitäten. Ich glaube, für dich gehört ja auch dazu, dass man zwischendurch sich mal hinsetzt, zum Beispiel ein Bild zeichnet. Man versucht das, die Argumentation oder Zusammenhänge irgendwie zu strukturieren oder mit Post-its da so eine Wand voll macht oder man macht eine Mindmap oder eine Concept-Map. Oder das Gespräch, das kann ich ja vielleicht auch aufzeichnen oder danach diktiere ich, was ich aus diesem Gespräch mitgenommen habe. Für dich sind das also diese vielen Möglichkeiten, die man nutzen sollte, wenn ich dich richtig verstehe, in verschiedenen Stufen, bestimmten Phasen nutzen sollte, um möglichst, du sagst immer selber effizient. Ich habe eher so das Gefühl, um überhaupt dem Tatbestand gerecht zu werden, dass man sein Wissen einfach nur organisieren lernen muss mit den verschiedenen Mitteln, weil Schrift allein ist zu linear, das Bild ist zu offen und zu frei, lässt zu viel Interpretation übrig und man muss mit all diesen Modi versuchen zu arbeiten und so sieht es, wenn ich ehrlich bin, auch bei mir aus, ne? Ich zeichne immer zwischendurch, versuche immer wieder Gedanken in, bei mir sind es meistens auch Bilder zu machen und überprüfe da meine konzeptuelle Integrität dran. Beim Schreiben merke ich, ob die Sachen klappen. Ist es das, was du meinst, was da so alles zusammengreifen soll? Genau, also in die Richtung geht es. Das ist, wenn wir uns vorstellen, was ist denn am Schluss so ein Text? Ein Text ist ja nichts anderes als ein sequenzielles Arrangement von bestimmten Argumenten oder ein sequenzielles, linear sequenzielle Aufbauform von semiotisch kodierten Informationen. Und wir denken nicht linear und denken nicht sequenziell. Also das ist eigentlich völlig unnatürlich zu glauben oder so heranzugehen, dass man eine wissenschaftliche Arbeit mit so einer linear und sequentiellen Organisationsform entwickeln möchte. Das ist dann natürlich das Produkt, das wir so verstehen und so, dass diese Aufbauform folgt. Aber das ist nicht, wird nicht der Art und Weise gerecht, wie wir Wissen organisieren und wie wir Wissen strukturieren. Und das sind eben, wenn man sich für psychologische Forschung interessiert und da in die aktuellen Konzepte der Kognitionspsychologie besonders reinschaut, sind ganz andere Mechanismen am Werk. Ne? Das sind eher nonlineare Gestaltungsprinzipien. Da geht es eher um deduktives Arrangieren oder auch hierarchische Strukturen und davor auch um eher so eine ja, strukturierte Art und Weise der Inventivik nennen wir das in der Rhetorik, also der Art und Weise, wie wir zu Ideen kommen erstmal. Also da steckt vielleicht auch so ein bisschen diese rhetorische Vorstellung dahinter oder die Vorstellung, die in der Rhetorik sehr stark etabliert ist, dass man mit Intellectio, Inventio, mit dem Aufbringen von Argumenten und Aufbringen von Informationen, mit dem Sammeln und der Heuristik sozusagen, mit einer bestimmten Heuristik im Hintergrund, erstmal zu Themen kommen muss, um strukturiert darüber reden zu können. Also die antike Rhetorik hatte damals eingeteilt in eine Phase, in der Ideen erstmal strukturiert gefunden wurden, Inventio, dann geordnet wurden nach einem bestimmten Ordnungsschema oder nach bestimmten Anforderungen. Das war die Dispositio. Dann ausformuliert wurden in der Elocutio, auswendig gelernt oder memorisiert in der Memoria und später aufgeführt in der Pronunciatio oder Actio. Und
Das ist vielleicht so ein bisschen die Folie für so eine, für so ein Modell, das sich den Promotionsprozess oder diese Manuskriptentwicklung als was vorstellt, das jetzt nicht von vornherein so einem rein sequenziell linear gestalteten Aufbau folgt, sondern dass man eher in bestimmte Etappen einteilen muss, wo es erstmal um Kreativitätstechniken, Brainstorming und eine strukturierte Recherche dann auch geht, eine strukturierte Ergänzung von Materialien und dann eben einen Umgang mit einem Wissensbestand, der in vielen verschiedenen Zeichenformen vorliegt, also in Anstreichungen, die du mit einem Textmarker auf dem Blatt Papier machst, genauso wie vielleicht Notizen, die du dir auf einem elektronischen Notizbuch angelegt hast oder Zusammenfassungen in einem Literaturverwaltungsprogramm. Das ist, sind ja alles unterschiedliche Zeichenformen. Eventuell kommen noch audiovisuelle Informationen dazu, wie Sachen, die du irgendwie über einen TED-Talk oder einen Online-Vortrag auf einer wissenschaftlichen Konferenz gehört hast. Und diese vielen verschiedenen Zeichenformen gilt es eben zu organisieren. Und mein Punkt ist, dass es nicht die schlauste Art und Weise ist, von vornherein zu versuchen, alles in eine lineare Organisationsform zu bringen, was man so an Bestand hat. Dann nimmt man sich, glaube ich, sehr viel an Kreativität und sehr viel an auch Strukturierungs- und Wissensorganisationspotenzial. Ich kann mich erinnern, es gibt eine Autorin, ich glaube Swantje Lahm, die hat ein Buch auch zum Schreiben in der Lehre geschrieben. Da macht sie das auch zum Thema, dass wir ja, Schreiben und Wissensorganisation in der Tat, sie bleibt nur beim Schreiben hängen, dass das immer Hand in Hand geht, gekoppelt. Darüber redest du ja gerade weniger, aber immer gekoppelt noch, wenn ich gerade in der Promotion bin, an den Forschungsprozess. Ja, der gehört ja jetzt auch noch dazu. Ich habe ja einen Untersuchungsgegenstand, mit dem ich mich auseinandersetzen muss, der mir Erkenntnisse entgegentreibt, der dazu wieder führt, dass ich neu Sachen lese, aufarbeite. Dann gehe ich vielleicht wieder ins Labor, je nachdem, was ich mache, arbeite da, mache die nächsten Schritte durch. Also wir gehen schon aus von einer Arbeit, sonst würden wir das, glaube ich, auch nicht als Forschung bezeichnen, die nicht schon auch vor durchlinearisiert wurde. Also man hat ja zum Teil Forschungsprogramme, wo man das ja eigentlich irgendwie vorgeben muss, als ob das so wäre, aber eigentlich ist es ja faktisch nicht. Das ist ja nur ein Prozessmuster, was man sich vorgibt. Wenn wir, du hattest gerade so aus der Rhetorik abgeleitet, diese Punkte, die ich so nicht wiederholen könnte, weil ich nicht Rhetorik gemacht habe. Aber du hast, das habe ich hier auch noch vor mir, das Prozessmodell der multimodalen Wissensorganisation. Da hast du dann 6 Punkte draus gemacht, wo die eben genannten aber auch wieder vorkommen, dass die Ideation, die Relationierung, Disposition, Sequenzierung, Aggregation und Integration. Die hast du auch, du betonst es immer selber, wenn ich dich erlebe, dass du darüber redest. Du hast die in einem Kreis dargestellt und betonst immer, nein, das ist kein Kreismodell. Die wirken in verschiedenem Ausmaß immer zusammen. Genau, man muss sich das eher rekursiv und als Aufgabenfelder vorstellen. Also das wird schnell missverstanden, da ein bisschen eine unglückliche Darstellungsform gewählt, weil jetzt die Leute schnell missverstehen, dass das Etappen sind, die absolviert werden. Man macht dann praktisch ein Häkchen dran und ist mit der Ideation fertig, kommt dann nach einer Relation, also nach den Beziehungen zwischen den einzelnen Konzepten und Themen hergestellt wurden zu einer Gliederung und die ist dann abgehakt. So, so funktioniert aber eben ein Forschungsprozess nicht und so ist es auch nicht gemeint, sondern das ist eher gemeint als Phasen oder Aufgabenfelder, in denen schwerpunktmäßig an einer bestimmten Zielsetzung gearbeitet wird, wie beispielsweise Ideation, wie beispielsweise Gliederung, wohl wissend aber, dass man auch wenn die Gliederung in einer Arbeitsversion abgeschlossen ist, man häufig nochmal zurückspringen muss und an der Ideation weiterarbeiten oder an der Themeneingrenzung, Themenfokussierung, Fragestellung. Das sind ja ganz natürliche Prozesse, dass wir also nicht so ein Stufenmodell verfolgen beim wissenschaftlichen Schreiben, bei dem wir irgendwie erst das Thema eingrenzen, dann die Fragestellung ableiten, Hypothesen formulieren. Und immer so eine Checklisten-Checkliste
Denke im Hintergrund haben oder sagen, das ist jetzt dieser Prozessschritt ist abgeschlossen und wird nie wieder angeguckt, sondern natürlich, wenn ich meine Daten erhoben und ausgewertet habe, gehe ich immer noch mal an die Themenstellung, passe die an, passe eventuell sogar die Fragestellung an, springe, nachdem ich am Anfang formuliere ich wahrscheinlich eine Arbeitsgliederung, die ich später noch mal anpasse und habe ganz am Ende dann erst solche Dinge wie Einleitungen und sowas, die geschrieben werden. Also so in dieser Sequenzierung des Gesamtprozesses ist das jetzt nicht so gedacht, dass es irgendwie the 10 Magic Steps or 6 Magic Steps towards your Ja, PhD. genau, ne? Das geht nicht. Wie sieht das bei dir, weil wir ja vorhin über deine Wissensorganisation mit Citavi gesprochen haben, oder nehmen wir an, wir wären Luhmann Zettelkasten. Wie sieht da das aus? Ich nehme an, nicht alles be befindet sich bei dir in Citavi, sondern du hast auch die ganze Unordnung, das Chaos, das schwimmt auch trotzdem noch außerhalb drumherum mit. Ist das so bei dir? Auch Chaos gibt es in Citavi auch. Also das ist Aber überführst du alles in dieses eine strukturgebende Element oder dein Teich des Wissens, so nenne ich, oder dein Ökosystem, Citavi als Ökosystem, nennen wir es vielleicht so, wird da von dir alles am Schluss überführt oder gibt es parallele Ökosysteme, die nebeneinander existieren bei dir? Nein, das stimmt schon. Das gibt relativ viele Parallele. Ich arbeite sehr gerne mit Mindmaps und habe da zum Teil auch sehr ausgefeilte, die völlig unlesbar sind. Die könnte man nirgends ausdrucken, weil sie zu verschachtelt und zu groß sind und würde wahrscheinlich auch keiner gut lesen können, wenn man nicht durchgeführt wird oder wenn ich nicht erläutere, was ich jetzt genau damit möchte oder damit verbinde. So. Aber ich kann damit eben sehr gut arbeiten und habe damit für mich eine Möglichkeit gefunden, diese hierarchisch-deduktive Strukturierung abzubilden, die mir für Wissensarbeit sehr hilft. Ja, ich finde Also übrigens, ja, bitte. genau, Mindmaps wäre so ein Beispiel, mit dem ich sehr viel arbeite und den Rest versuche ich über Ordnerstrukturen ganz klassisch als Ablagesystem sozusagen zu gestalten. Ich Und da glaube, ist ja auch dass. die Frage, mache ich das jetzt eher verschachtelt in die Tiefe Ja. oder halte ich das flach? Oder gibt es Ebenen, ne? Die kann man ja auch haben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Teil dessen, was ich auch eine Aufgabe der Wissenschaftsdidaktik immer wieder sehen würde. Wir machen das unseren Studierenden nicht transparent, wie wir wirklich arbeiten. Wir reden auch selten darüber. Wir konfrontieren die ja auch immer nur mit unseren Endergebnissen, den Publikationen, machen eine Lehre, auf die wir uns vorbereitet haben. Das wirkt auch schon wieder. Sie sehen immer nur von uns Endprodukte und dann eine Performance, vielleicht in der Lehre. Aber so lernt man nicht Wissenschaft. Man braucht eigentlich Rollenvorbilder. Wie wird Wissen organisiert? Wie machen die das? Wie kommt man mit dieser Komplexität zurecht? Wie reduziert man immer wieder? Hat aber trotzdem die Möglichkeit, das wieder zu expandieren, zurückzuholen. Das wäre in meinen Augen auch ein wissenschaftsdidaktischer Aspekt, der, ich habe das Gefühl, immer vernachlässigt wird und wenige darüber reden. Stimmt, also gerade dieses Know-how oder dieses prozedurale Wissen, wie diese Praxis der Forschung eigentlich funktioniert, ist was, das wenig reflektiert wird. Ich habe mit Manfred Moldaschl zusammen an der Zeppelin-Universität ein Modul mal aufgesetzt in einem interdisziplinären Studiengang Sociology, Politics and Economics, in dem es dann ein Pflichtmodul gab zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Studium, das sich eben Praxis der Forschung nannte und aufbaute auf Methodenwissen, das sie davor erworben hatten, auch auf Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung, aber auch auf Wissenschaftstheorie. So, das hatten die alles. Aber das Problem war, dass sie nicht genau wussten, wie gehe ich denn jetzt konkret vor oder was mache ich denn jetzt mit diesem ganzen abstrakten Wissen aus der Wissenschaftstheorie und mit diesem sehr handwerkszeuglichen oder sehr craft-like hands-on Wissen, das ich in der Statistikvorlesung da bekommen habe. Viele waren trotzdem überfordert, obwohl sie
auf sehr hochwertige Weise Wissenschaftstheorie und Methoden der empirischen Sozialforschung vermittelt bekommen haben und kennengelernt haben, waren überfordert damit, eigene Forschungsprojekte im Sinne des forschenden Lernens zu gestalten. Und da haben wir es tatsächlich dann geschafft, gegen leichten Widerstand, muss ich sagen, nicht viel, aber doch ein bisschen mussten wir Überzeugungsarbeit leisten im Fakultätsrat, die Sache durchzukriegen, dass wir ein Modul, ein Pflichtmodul ins Curriculum einführen, das sich eben mit dieser Praxis der Forschung beschäftigt und genau diese Dinge adressiert, die du angesprochen hast. Wie mache ich denn das eigentlich? Was heißt denn das jetzt ganz konkret, wenn ich forschen bin? Und das über ein Semester durchzuziehen und durchzudeklinieren mit verschiedenen Einheiten ist total Spannend, ne? spannend. Ja, ist auch Ja, eins meiner Lieblingsmodule, muss ich sagen. ja. Ja. Also ich muss über dein Modell unbedingt noch weiter nachdenken, weil ich halte es für einen Lösungsansatz an der Fachhochschule, vor allen Dingen, wie ich das erlebe, bei mir in der Informatik. Die Studierenden haben mit ihren 3 bis maximal 4 Monaten für eine Bachelor-Thesis, wo sich ja auch fachlich mit irgendetwas intensiv auseinandersetzen müssen, nicht die Zeit und sie üben es ja auch die ganze Zeit im Studium nicht, das Schreiben, wie man aber trotzdem mit ihnen vor zu eben dieser Organisation, wir müssen es vielleicht gar nicht so kompliziert, die Wissensorganisation, weil das ist deutlich beschränkter, als es bei einer Promotion der Fall ist, aber die Materialorganisation, die Denkorganisation, den Aufbau der Organisation, Konzepte sich nochmal klar zu machen, bevor man in den Schreibprozess geht, der dann notgedrungen ja nur kurz sein kann. Und das parallel zu machen für jemanden, der das nicht gelernt hat oder wo es auch nicht kein Qualifikationsmerkmal im Studium war, ist eigentlich eine Zumutung zu sagen, du musst jetzt am ersten Tag schreiben, obwohl du das noch nie gemacht hast. Wir brauchen also ein anderes Modell. Und dein multimodales Modell zur Wissensorganisation wäre zumindest ein Steigbügel, darüber nachzudenken, wie man das auch in diesen Kontexten für solche schreibarme Fächer vielleicht besser hinbekommen kann. Ja, und wenn ich noch dazufügen darf, das ist ja auch gerade was, also einerseits sind die Studierenden in manchen Fachrichtungen, in manchen schreibarmen Fachrichtungen, gerade an Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wenig damit konfrontiert, üben das wenig und sind dann entsprechend stark überfordert, wenn sie am Ende ihres Studiums plötzlich so eine Abschlussarbeit unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden verfassen sollen. Und andere, weil sie eben Wissenschaft bis dahin kaum kennengelernt haben oder nicht reflektiert haben. Und andererseits kommt da eben mit rein, was wir am Anfang des Gesprächs besprochen hatten, dass das Wissenschaftssystem natürlich unter Bedingungen dieser New Production of Knowledge nennt das Gibbons, also dieser grundlegenden Transformation, in dem sich unser Wissenschaftssystem befindet, ganz basal auch ändert. Also ich spreche da Dinge an wie neue Lernkontexte, die sich eröffnen durch Zusammenarbeit mit vielleicht auch nicht wissenschaftlichen oder außerwissenschaftlichen Akteuren, die zum Service Learning führen. Oder dass wir haben ein großes Fab Lab hier an der THOWL, bei dem wirklich auch ganz unterschiedliche Akteursgruppen, unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen an diesen Lernort Hochschule kommen und sich in gemeinsamen Lernraum begeben. Daneben gibt es Reallabore, es gibt so Sachen wie Citizen Science, Entrepreneurship Education. Das sind alles so Bewegungen oder alles so Themen und Resonanzfelder, die nicht mehr dem klassischen Konzept von Wissenschaft entsprechen und auch nicht dem klassischen Konzept von Hochschulbildung, aber irgendwie sowas dazwischen sind. Und dafür bin ich gerade mit einem Kollegen dabei, ein Konzept einzuführen, das es so im Diskurs und in der Community, soweit ich sehe, noch nicht gibt, das aber, glaube ich, total wichtig ist. Und das Konzept heißt transdisziplinäre Didaktik. Also transdisziplinär ist alles, was Wissenschaft, die mit nicht wissenschaftlichen Partnern zusammen stattfindet. Und das ist inzwischen relativ gut etabliert. Da gibt es inzwischen relativ
belastbaren Common Sense dazu und einen Common Ground sozusagen, auch an theoretischer Literatur zu diesem Konzept Transdisziplinarität, also der Zusammenarbeit mit aus der Wissenschaft heraus mit Partnerinnen und Partnern aus nicht wissenschaftlichen Bereichen, mit denen man gemeinsam dann bisherige disziplinäre Ordnungen aufbricht oder gemeinsam Sachen macht, die auch wieder wissenschaftlich sind, die aber nicht mehr den klassischen Fachlogiken entsprechen. Und dadurch, dass das eben in den letzten Jahren aufkommt und immer stärker wird und auch zu einem, aus meiner Sicht, Leitparadigma für die Wissenschaft wird, ergeben sich Konsequenzen für die Didaktik. Und das hat bis jetzt noch keiner adressiert und das versuchen wir in einem großen wissenschaftlichen Handbuch mit über 30 Autoren, sehr einschlägigen Leuten, jeweils für bestimmtes Stichwort und über 60 Reviewern hinzubekommen. Jetzt habe ich noch meinen Werbeblock eingeschoben. Ja, aber das müssen wir vielleicht, ist toll, müssen wir eventuell nochmal aufgreifen, wenn das erschienen ist und uns darüber nochmal unterhalten, was du darüber alles gelernt hast. Das geht jetzt die Woche erst in die Vorschau. Ja, das wird ja dann noch ein Jahr dauern, also buche ich dich schon mal für in einem Jahr. Lass uns nochmal gerade auf Coburg noch einen Punkt einer Arbeitsgruppe, die sich dort gefunden hat, betrachten. Es haben Kollegen, und wir haben ja auch zusammen mit Gabi Reinmann an einem Forschungsantrag mal gearbeitet, der Ähnliches im Blick hatte, ist leider abgelehnt worden, wie das manchmal so ist. Die haben überlegt, wie KI beim Schreiben oder wissenschaftlichen Arbeiten eine Rolle spielen kann. Und die haben ein Selbstexperiment gemacht. Magst du davon erzählen? Ja, also das ist eine spannende Veranstaltung gewesen und dieses KI-Thema ist, glaube ich, für das wissenschaftliche Schreiben wirklich was, das zukunftsfähig ist. Ich bin nicht sicher, ob ich das noch genau wiedergeben kann, wie die Kolleginnen das da realisiert haben, aber kann vielleicht so ein paar Schlaglichter aufmachen. Wir können uns ja auch gegenseitig helfen. Genau, also was ich auf jeden Fall spannend finde am Thema oder was ich mitgenommen habe jetzt aus der Diskussion mit Ihnen und auch wo auch Verknüpfungen eben zu unserem Antrag drin sind, ist, dass es immer mehr Felder gibt, in denen oder es immer mehr Versuche gibt, so eine Art Chatbot einzusetzen, um oder auch Sprachmodelle einzusetzen, um wissenschaftliche Texte vorherzusagen und damit auch generieren zu können. Das ist eigentlich eine total spannende Entwicklung in der künstlichen Intelligenz, dass diese Sprachmodelle so gut sind inzwischen, dass sie anhand von wenigen Eingaben in die Zukunft fortschreiben können, was man vielleicht potenziell hätte argumentieren wollen. Dazu so hätte sagen können. Also ja. Die elaborieren dann praktisch über ein Thema, das man ihnen mit ein paar Stichworten vorgibt. Und unsere Kollegin, die dort war, ihr Name ist mir gerade entfallen, die sagte auch, wir müssen uns damit abfinden, dass solche Techniken oder Technologien von Studierenden genutzt werden und auch zum Produzieren von Texten zum Einsatz kommen werden. Wahrscheinlich auch nicht nur dort, sondern auch bei Wissenschaftlern. Es gibt ja auch schon Papiere, die sogar durchgekommen sind, in Journale den Weg gefunden haben, wo sich Wissenschaftler einen Sport daraus gemacht haben, einen Textgenerator zu nehmen und das dann als wissenschaftliches Papier eingereicht haben, was gar nicht erkannt wurde, was aber vielleicht auch manchmal so den Review-Prozess mehr in Frage stellt, wie gründlich denkt man darüber nach. Aber ein Beispiel ist dieses GPT-3-Modell, das kann man auch, wenn man möchte, die Webseite ist leicht zu finden im Netz, mal selber ausprobieren, funktioniert auf Englisch, wo man irgendein Textfragment reingibt, das kann eine Frage sein, es kann einfach ein Absatz sein und dann fängt er die künstliche Intelligenz, die wurde richtig mit Milliarden Texten trainiert, mit einem unglaublich hohen Parameterraum und die schreibt das einmal grammatisch korrekt, setzt sie das Ganze fort, was ja gar nicht vor wenigen Jahren noch immer nicht selbstverständlich war und der Hammer ist eigentlich, das liest man durch und es macht Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, muss man sehr genau lesen, um da festzustellen, wo da möglicherweise ein Twist drin ist, der nicht ganz sauber gedacht ist. Und das ist schon faszinierend, oder? Also als Prüfungsleistung hättest du gesagt, bestanden, oder? Ja, unbedingt. Ja, aber ist ja natürlich auch für Studierende dann eine Sache, ne? Das ändert ja auch wieder die Art und Weise, wie wir Hochschulbildung denken müssen, ne? Wenn es jetzt automatisierte
Möglichkeiten gibt, Abschlussarbeiten zu generieren und auf der anderen Seite die Hochschulen dann hochrüsten, was Plagiatserkennungssoftware angeht, ist das vielleicht gar nicht mehr das, was wir brauchen, ne? Also vielleicht brauchen wir keine Ja. Plagiatserkennungssoftware, sondern eine Bot-Erkennungssoftware. Ja, beziehungsweise, ne, dann rüsten beide Seiten hoch. Die einen nutzen Bots, um den Text zu schreiben, die anderen nutzen Bots, um festzustellen, ob eine Maschine den geschrieben hat. Aber es geht in die Richtung, wenn wir da kommen mit deiner Wissensorganisation, multimodal, dann könnte es sein, dass man sagt, warum soll der mechanische Prozess des Schreibens aus dieser Organisation heraus einen Text zu produzieren? Warum soll ich den nicht delegieren können an einen Automaten, der das hervorragend hinbekommen kann? Natürlich sind wir längst noch nicht so weit, aber durchaus in 10 Jahren ist das vielleicht gar nicht mehr so ausgeschlossen, dass aus dem Baustein der Wissensorganisation ein kohärentes Ganzes gemacht wird. Und was noch krasser wäre, wenn die Zitationen automatisch rangeholt werden würden, sodass also das Ganze sogar belegt und fundiert wird. Mit meinen eigenen Anteilen, aber die KI dann das durchaus ergänzt um sinnvolle weitere Sachen. Genau das finde ich eben die spannendere Entwicklung. Also die Leute denken immer, wenn es um KI geht, denkt man sehr schnell an Automatisierung von bestimmten Prozessen, dass man jetzt der Maschine den Auftrag gibt, diese Abschlussarbeit zu schreiben. Aber was eigentlich viel mächtiger ist, ist diese Augmentation, also die Erweiterung der Maschine, die einen unterstützen kann oder einem eventuell auch Möglichkeiten bietet, die wir vorher gar nicht hatten, Literatur nachzuschlagen, vielleicht im Hintergrund automatisch Literatur zu recherchieren zu einem bestimmten Thema, an dem man gerade dran ist, vielleicht dann auch mal vorzuschlagen. Guck mal, das könnte ein interessanter Bezug sein, um dein Argument zu stützen, das du hier gerade formuliert hast, oder solche Dinge, ne? Also diese weg von der Automatisierung gedachten und eher hin zur Erweiterung, Augmentation gedachten Einsatzfelder für künstliche Intelligenz sind, was das mich viel mehr interessiert. Und das ist auch Gegenstand von einem Projekt, wo wir ein bisschen Geld bekommen haben, das wir jetzt gerade im Moment durchführen. Und das dann auch natürlich relativ schnell diese ethische Komponente aufruft. Also die Frage, was ist denn da überhaupt noch im Hinblick auf Forschungsintegrität vertretbar? Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, wenn wir uns über künstliche Intelligenz im Bereich Wissenschaft und auch im Bereich Hochschulbildung verständigen. Weil, wie du sagst, dieses gegenseitige Aufrüsten ist so das eine. Und man kann natürlich jetzt versuchen, immer feinere Techniken auf beiden Seiten einzuführen und immer und irgendwann den Kampf sozusagen dann zu gewinnen, wenn es einen technologischen Schub gibt in die eine oder andere Richtung. Aber nachhaltiger ist, glaube ich, wenn wir an einem Training arbeiten oder gemeinsam daran arbeiten, was es eigentlich heißt, Forschungsintegrität ernst zu nehmen und gute wissenschaftliche Praxis zu betreiben. So, also das, was die DFG jetzt fordert und was wir nächstes Jahr irgendwann im Herbst ja von allen Hochschulen auch mit ganz konkreten Maßnahmen belegt haben möchte, dass Forschungsethik und Standards guter wissenschaftlicher Praxis tatsächlich auch umgesetzt werden oder Dinge getan werden, die dazu führen, dass man sicherstellt, dass eben weniger Regelverstöße passieren, weniger Datenfälschungen, weniger Plagiate und so weiter. Da kann, glaube ich, ist das, glaube ich, ein Riesenfeld für die Hochschulbildung. Und Wissenschaft ist ja kein Krieg der Aufrüstung, sondern ein, vielleicht ein Wettstreit um Erkenntnis und ein Erkenntnislauf zu machen. Insofern ist die KI, ich denke gerade noch mal an den Luhmannschen Zettelkasten. Luhmann sagte ja selber, das ist ein Kommunikationspartner von ihm, weil er nahm diesen Zettelkasten eben nicht nur wahr als ein organisatorisches Mittel, sondern so wie er ihn organisiert hatte, war er darauf aus, dass er auch immer wieder neu überrascht wird über das, was er im Zettelkasten findet. Und dadurch ein Dialog für ihn, also dadurch war dieser Zettelkasten für ihn so eine Art Dialogpartner. Möglicherweise übernimmt eine KI diese Funktion, hilft uns. Das fühlt sich eben so komisch an, weil sie dann extern arbeitet, andere Texte liest, als die wir selber gelesen haben. Aber sie könnte möglicherweise ein Sparringspartner sein. Was unsere Kollegen im Symposium in Coburg aber erzählten,
auch wenn wir hier so in die Fantasie, Science-Fiction-mäßig ein bisschen spinnen, es scheint noch nicht so weit zu sein. Die haben berichtet, dass sie ein Textfragment genommen haben, weil das Sprachmodell auf Englisch trainiert ist, haben sie das dann mit DeepL, schon wieder KI eingesetzt, übersetzt ins Englische, das Deutsche ins Englische, dann die Textgeneration machen lassen und zurück übersetzt ins Deutsche, was immer noch hochqualitative Texte geliefert hat. Aber sie haben gesagt, das reicht eben nicht, um da ernsthaft wissenschaftlich im Augenblick mitzuarbeiten. Da kommen also gute Textfragmente zurück, aber nicht, um jetzt wissenschaftlichen Text zu schreiben. Aber in die Richtung haben wir auch gedacht mit unserem Forschungsprojekt. Man kann es aber nutzen, um wissenschaftliches Schreiben, Arbeiten und Denken zu stimulieren und in einen Dialog zu bringen und auch die ethische Frage zu beleuchten. Genau, also was ich sehr gern hätte, wäre so ein Critical Friend, der gern auch eine künstliche Intelligenz sein kann, der mir aktiv widerspricht oder mich aktiv herausfordert oder Dinge in Frage stellt, die ich formuliere. Vielleicht nicht immer, also vielleicht ist es auch, gibt es auch sensible Felder, in denen ich das gerne ausschalten möchte und wo ich dann wirklich mal auch frei was verfassen möchte oder was darstellen möchte, um auch den Gedankengang sozusagen hinzukriegen. Da sind wir wieder beim Schreiben als Denkbewegung. Aber vielleicht gibt es oder ganz sicher kann es eine Hilfe sein, wenn man so ein Eingabefeld jetzt hätte und vielleicht auch ein Textbeitrag, der irgendwie ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hat, da eingibt und dann die KI noch anschließend fragt, wie sie das widerlegen würde, entkräften würde, was es vielleicht für Gegenargumente, vielleicht auch für empirische Daten gibt, die dagegen sprechen. Das kann ja dann wirklich dazu führen, dass man, wenn man das berücksichtigt, den Erkenntnishorizont weitet und damit auch die Publikation, die so entstehen würde, deutlich besser macht, ne? Wenn die dann die Limitationen auch stärker herausstreicht, die in dem Aufsatz, den man da verfasst hat, enthalten sind und die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis oder der Forschung, dann wäre das dem wissenschaftlichen Diskurs ja wirklich zuträglich. Also vielleicht wäre das ganz spannend, sind wir wieder in der Science Fiction, aber so einen zusätzlichen Akteur im Review-Verfahren zu haben, also den Peer Review durch einen KI-Review zu ergänzen. Ja, ich glaube auch, man muss nur lernen und kreativ sein, wie man diese KI, die es auch schon heute gibt, nutzen kann. Als du das gerade sagtest, kam mir die Idee, allein, dass ich zum Beispiel, ich schreibe an irgendwas, mache eine Argumentation auf und ich könnte ja der KI einfach die Negation geben, dass ich mal das Gegenteil behaupte und sage, das wäre nicht und guck, wie sie das fortschreibt. Und dann habe ich einen kritischen Partner, der mir einen Textbaustein als Argumentation der Fortsetzung geliefert habe, wo ich denke, kann ich dieser Argumentation folgen oder eben nicht, indem ich sie selbst stimuliere, indem ich das Gegenteil reingeworfen habe als Text. Ah, ist schon ein spannendes Thema, Tobias, ne? Ja, das ist es, das stimmt, das ist auch, da ist auch viel Musik drin, ne? Ja. Wir bleiben mal gespannt. Also da müssen wir uns vielleicht auch in 3 Jahren wieder treffen und dann sagen wir, Mensch, wie hast du neulich deinen Artikel geschrieben? Mit welcher KI? Wir werden sehen, du. Aber es ist nicht schön, dass es so viele Anlässe gibt, ne? Also wir haben so viel Resonanzfelder, das merkt man jetzt, glaube ich, auch in den 1,5 Stunden, die wir miteinander gesprochen haben, Ja. dass es sehr viele Anknüpfungspunkte und Resonanzfelder gibt, in denen wir da weiter vertiefen könnten. So, Auf also. alle Fälle, ja. Insofern freut mich sehr, dass ich dich getroffen habe in Hamburg und dass wir diesen Dialog die ganze Zeit immer fortsetzen, jetzt auch eben mit diesem Podcast. Ich danke dir sehr, Tobias, für das Gespräch. Hast du noch zum Abschluss zu diesem Thema Wissensorganisation vielleicht eine Empfehlung, was man da lesen kann oder lesen sollte? Es gibt von Staehli, das ist ein Schweizer, einen ganz guten Beitrag zu Nonlinear Think Maps, nennt er das. Und ansonsten müsste ich jetzt, du siehst wahrscheinlich, dass ich mein Citavi gerade wieder aufmache. Ne? Ja, Bei mir, sicher. ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb und der Kollege, Dafür der hast ganz du ja auch ein. Citavi dir angelegt, genau deswegen. Und der Kollege, der ganz schlägig dafür steht, ist mir jetzt nach den 1,5 Stunden Konzentration und diesem
dieser schlechten Nacht heute Nacht leider entfallen. Und Sonst machen wir das einfach so, dass du mir das gleich noch zuschickst, die zwei Literaturquellen. Die setze ich dann, wie es immer so schön heißt, in die Shownotes, also in den Begleittext zu dem Podcast. Dann ist das ja auch eine Möglichkeit, um das nachzuschlagen. ich habe ihn schon. Das geht ja Hast du schnell hier. schon? Ja, Hartmut Stöckel ist das, Hartmut ja. Stöckel. Und wie heißt der Artikel? Der steht eigentlich für dieses gesamte Thema Ach so, okay. Multimodalität. Einer der Artikel wäre Sprache, Bild, Texte lesen. Also mit Durchkopplung Sprache minus Bild minus Texte lesen, Bausteine zur Methodik einer Grundkompetenz. Aber es gibt einige Beiträge von ihm. Wenn man den Namen googelt, dann kommt man schnell zum Thema Multimodalität, was mit Text, Bild, Ton, Kodierung oder semiotischen Kodierung auf diesen drei Ebenen zu tun hat. Und der schreibt da sehr kluge Sachen drüber, den würde ich als Einstieg empfehlen. Sehr schön. Hab nochmal vielen herzlichen Dank, Tobias, für das Gespräch. Ich hoffe, auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen. Und mach's gut, lieber Tobias. Du bleibst natürlich noch in der Leitung, aber wir schmeißen jetzt alle anderen raus. Lasst es euch gut gehen und bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Dominikus, ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit. Gerade noch. Meine Maus will nicht mehr.